Sehr verehrte Damen und Herren, ich heiße Sie sehr, sehr herzlich hier heute am 3. Oktober, dem sogenannten Tag der Deutschen Einheit, willkommen im Namen der administrativen Regierung des Freistaats Preußen, das stellvertretende Präsidium des Deutschen Reichs rechtmäßig einnehmend. Und wir möchten mit Ihnen gemeinsam heute die Proklamation der wiederhergestellten Handlungsfähigkeit des souveränen Deutschen Reichs heute feierlich begehen und bedanken uns sehr herzlich, dass Sie so ausführlich hier erschienen sind und mit uns dieses feierliche Ereignis begehen. Wir möchten Sie alle auch einladen, am Ende dieser feierlichen Proklamation ein Zeugnis abzulegen, dass Sie zugegen waren und mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass diese Proklamation heute am 3. Oktober des Jahres 2015 proklamiert und damit in aller Ewigkeit manifestiert ist. Ich darf Ihnen vorstellen, als Begleitung die stellvertretende oder besser gesagt die administrative Regierung des Freistaats Preußen ist vertreten durch die heute leider nicht anwesend sein könnte Frau Annette Lorenz. Und sie ist im Bereich Innere Angelegenheiten des Freistaats Preußen in der administrativen Regierung tätig. Sie kann heute Abend leider nicht dabei sein. Lässt Sie alle sehr herzlich grüßen. Und wir haben als weibliche Verstärkung auch für diese Proklamation die Frau Bettina aus der Familie Bellstedt aus der Rheinprovinz, die ist dort Vertreterin für Innere Angelegenheiten, die einen emotionalen Teil mit für diese Proklamation hier heute verkörpern möchte. Im Weiteren ist da, ich darf bitte ganz kurz Herrn Dirk aus der Familie Wilke vorstellen, der aus der administrativen Regierung im Bereich besondere Angelegenheiten tätig ist. Und der sprechende Thomas aus der Familie Mann ist im Bereich der administrativen Regierung im Bereich äußere Angelegenheiten tätig. Wir möchten heute mit Ihnen diese feierliche Proklamation umsetzen. Und in diesem Sinne noch einmal ein herzliches Willkommen und ich darf nun die Proklamation für Sie heute mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Zu dieser Proklamation haben wir eine Niederschrift erstellt, die auch im Anschluss im internationalen Netz veröffentlicht werden soll. Und der Inhalt dieser Proklamation, den möchten wir in verschiedenen Teilen mit Ihnen begehen. Und als erstes soll dazu die Frau Bellstedt, die Frau Bettina aus der Familie Bellstedt, eine kleine Ansprache an Sie richten. In herzlicher Verbundenheit an alle Menschen der Welt, ausgesprochen aus der tiefsten Seele der souveränen deutschen Völker. Wenn du eine Gemeinschaft aufbauen willst, ganz gleich ob eine Ehe, eine Familie, eine Gruppe, dann muss Liebe das Fundament sein. Das weiß jeder. Jeder gibt dir recht, wenn du sagst, auf die Liebe kommt es an. Und ohne Liebe ist das Leben nicht möglich. Doch herrschen in vielen Ehen, Familien, Gemeinschaften, Interessengruppen so viel Zank und Streit und Spannung. Auslöser sind, oberflächlich gesehen, meistens Kleinigkeiten, Missverständnisse, unglückliche Worte, ein dummes Verhalten. Schon ist die Atmosphäre vergiftet, die Begeisterung verflogen. Der tiefere Grund für das Dahinsiechen und Zerbrechen von vielen, einst begeistert gewonnenen Gemeinschaften, ist nichts anderes als eingefleischte Eigensinnigkeit. Liebe fängt damit an, das eigene Haben-Wollen und Gelten-Wollen immer mehr zu verlassen, um immer mehr für andere da zu sein. Wenn du mit solcher Liebe in einer Gruppe allein stehst, wirst du als der Dumme angesehen und auch so behandelt. Man nutzt dich aus. Aber halte durch, bis es zwei oder mehr sind, die so leben wollen. Und dann geschieht ein Wunder. Dann wird mit der Zeit das Zusammensein ein Fest. Dann sind nicht mehr diejenigen, die lieben, die Ausgeschlossenen, sondern jene, die nur kritisieren oder beleidigt schweigen, weil sie vergangen wurden oder ihren Willen nicht bekamen. Raffgier und Arroganz sind die Gegenpole der Liebe. Die wirklich Ausgeschlossenen sind jene,
die nicht lieben können, weil sie nicht imstande sind zu lieben. Liebe in diesem Sinne können wir also als verstehen, als wenn du deine Vermögen einsetzt, um das Beste zu wollen für die anderen und nicht mehr für dich selbst, dieses der Eigensinn, dann kommt nichts mehr zu dir zurück, außer die Liebe der anderen. Möge dies auch von uns allen erforscht und verstanden werden. Dann werden wir wieder Leuchtstürme, auch wenn es nur weniger am Anfang sein sollten. Auf der bewegten See des Lebens wird vielen nach Licht Ausschau haltenden Orientierung und Halt geben auf ihren bewegten Gang zur Souveränität. Proklamation der Handlungsfähigkeit des souveränen Deutschen Reichs zur Einforderung von Friedensverträgen und der damit verbundenen Beendigung aller Kriegshandlungen in der Welt. Heute ist für uns der sogenannte Tag der deutschen Einheit. Dies ist ein besonders feierlicher Anlass für alle deutschen Völker. Wir, die Volkssouveräne aus den souveränen deutschen Völkern, möchten darüber hinaus unsere Verbundenheit mit allen anderen Menschen und Völkern in der Welt aussprechen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Religion oder sonstiger Unterschiede. Zum ersten Mal nach über 100 Jahren erheben sich die Souveräne aus den deutschen Völkern in vollem Bewusstsein ihrer Verantwortung und machen friedlich vom Recht des Postminiums Gebrauch. Dies ist die Restitutionspflicht gemäß § 185 Völkerrecht, das Recht auf die Wiederherstellung des Status quo ante bellum, also des letzten rechtmäßigen Zustandes des souveränen Rechtsstaates, wie er vor einem Krieg oder einem völkerrechtlichen Unrecht bestand. Wer sind die Souveräne aus den deutschen Völkern? Im Mai 1945 dachte die Welt, der Zweite Weltkrieg sei vorbei. Tatsächlich wurde jedoch mit der Kapitulation der Wehrmacht und der Absetzung der Regierung Dönitz das Dritte Reich handlungsunfähig durch die Alliierten gestellt. Zwar wurde ein Waffenstillstand vereinbart, Friedensverträge mit den Feindstaaten gemäß UN-Feindstaatenklausel wurden jedoch bis heute nicht verwirklicht bzw. abgeschlossen. Gemäß dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ist die Bundesrepublik Deutschland zwar Rechtsnachfolger des Dritten Reichs, jedoch nicht Rechtsnachfolger des souveränen Deutschen Reichs in seinen Grenzen von 1914, wie es also vor dem Ersten Weltkrieg bestand. Dieses sogenannte Zweite Deutsche Reich, welches verfassungs- und völkerrechtswidrig am 9. November 1918 durch einen Parteienputsch und mit Hilfe der damaligen Alliierten überlagert wurde, war der letzte rechtsstaatliche Status quo der souveränen deutschen Völker. Weder das Deutsche Reich der Weimarer Republik noch Hitlers Drittes Reich waren verfassungs- oder völkerrechtskonform. Deutschland ist bis heute seit über 100 Jahren besetztes Gebiet. Und gemäß Artikel 133 des Grundgesetzes, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein, ist die Bundesregierung eine von den Alliierten eingesetzte Verwaltung in den Besatzungszonen, im Grundgesetz Wirtschaftsgebiete genannt. Durch den Beitritt zur UN-Feindstaatenklausel 1973 ist die Bundesrepublik Deutschland selbst Alliierte geworden und verwaltet im Auftrag der Hauptsiegermacht USA die in den besetzten Gebieten lebenden Menschen als staatenloses Personal im Personenstand vom 1. September 1939. Die Bundesrepublik Deutschland wurde dabei unter amerikanischem Handelsrecht als Nichtregierungsorganisation zu einer Firma gemacht. Gegenwärtig mit Joachim Gauck als hauptverantwortlichen Geschäftsführer CEO. Auch alle Gerichte, Polizeieinrichtungen, Stadtverwaltung, Finanzämter etc. pp.
sind keine staatlichen Einrichtungen mehr, sondern private Firmen, die unser Land verwalten. Die Bundesrepublik Deutschland ist also ein Firmenkartell, welches eine Staatssimulation betreibt und damit kein souveräner Staat. Gemäß Artikel 30 des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949 sind die politischen, von den Alliierten gebildeten Länder zwar mit der Ausübung staatlicher Befugnisse und der Erfüllung staatlicher Aufgaben beauftragt, jedoch war die BRD niemals ein souveräner Staat. Die Bundesrepublik Deutschland kann deswegen auch nicht über Friedensverträge mit den Feindstaaten für das souveräne Deutsche Reich verhandeln oder diese abschließen. Sie hat sich unter Kanzler Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher sogar vertraglich verpflichtet, keine Friedensverhandlungen anzustreben. Im souveränen Zweiten Deutschen Reich waren die Menschen Staatsangehörige der Bundesstaaten des Deutschen Reichs, also Preußen, Bayern, Hessen, Württemberg, Bremen etc. pp. Das Deutsche Reich selbst war also kein Staat, sondern ein mächtiges Bündnis, ein Staatenbund, der den Schutz der gemeinsamen Außengrenzen sicherte und die gemeinsame Außenpolitik der souveränen Bundesstaaten nach außen vertrat. Erfolgreich nach außen vertrat. Das Zweite Deutsche Reich war in seiner Zeit einmalig und fortschrittlich und ein Erfolgsergebnis. Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland sind nicht souverän, wie es unter anderem auch Herr Schäuble mehrfach öffentlich verkündete. Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland bleiben unter der Beibehaltung der von den Nationalsozialisten am 5. Februar gleichgeschalteten Staatsangehörigkeit Deutsch staatenlos, die einen Personalausweis, Reisepass erhalten und handelsrechtlich als Sachen verwaltet werden. Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland sind also nicht souverän, was unter anderem auch an der Farbe der Reisepässe zu erkennen ist. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, blaue Reisepässe zeigen den souveränen Status eines Staates, seiner Staatsangehörigen. Rote Reisepässe sind abhängig, sind nicht souverän. Grüne sind von Staaten, die sich in einem Übergang dieser beiden Staaten befinden. Wir, die Volkssouveräne aus den deutschen Völkern, haben deswegen unseren entgegengesetzten Willen zur Glaubhaftmachung Deutsch, der sogenannten Staatsangehörigkeit Deutsch oder deutschen Staatsangehörigkeit erklärt, gemäß Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes. Unseren Personenstand geändert zu einer lebendigen, natürlichen Person und völkerrechtskonform durch Erklärung der Not- und Notwahlen Volksvertreter gewählt, die während der Reorganisation der Bundesstaaten in ihrem rechtlichen Status quo staatliche Zentralverwaltungen errichten, welche die ursprüngliche Abstammung und die damit verbundenen Staatsangehörigkeiten hoheitlich dokumentieren und Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine in Verbindung mit den Artikeln 25, 123 und 28 des Grundgesetzes sowie dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte erstellen. Diese souveränen Menschen genießen dadurch gemäß Artikel 25 des Grundgesetzes, Völkerrecht hat Vorrang vor Bundesrecht, höherrangige Völkerrechte. Seit 1945 finden vermehrt in zunehmender Aktivität auf der Basis der sogenannten Feindstaatenklausel der Vereinten Nationen internationale kriegerische Handlungen statt, in deren Folge Regierungen gestürzt, Rebellengruppen gegründet, ausgebildet und unter falscher Flagge zur Inszenierung von Kriegshandlungen eingesetzt werden. Dies war schon 1943 angekündigt worden in Schriften, die man den Hutenplan, Kaufmannplan, Morgenplan nannte. Insbesondere ist in unserer aktuellen Zeit sind dort auch zwei Bücher von Thomas P. M. Barnett bekannt, einem amerikanischen Chefstrategen, Chefideologen, militärischen Berater,
in denen diese Ziele lange, lange, lange schon angekündigt und nun umgesetzt werden. Wir, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Menschen, alle Völker dieser Erde, befinden uns deswegen momentan im dritten Weltkrieg. Um nun endlich die seit langem überfälligen Friedensverhandlungen des souveränen Deutschen Reichs einfordern und zum Abschluss bringen zu können, haben die Volkssouveräne aus den deutschen Völkern damit begonnen, die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des souveränen Zweiten Deutschen Reichs in seinen Grenzen von 1914 zu verwirklichen. Unter der Beachtung und Umsetzung völkerrechtlicher Bestimmungen wird daher seit dem 19. Oktober 2012 gemäß § 185 Völkerrecht der letzte echte souveräne Zustand der Rechtsstaatlichkeit des souveränen Zweiten Deutschen Reichs wiederhergestellt und die souveränen Bundesstaaten des souveränen Staatenbundes Deutsches Reich befinden sich seitdem in Reorganisation. Am weitesten vorangeschritten ist dabei der Bundesstaat Preußen, Freistaat Preußen. Nach legitimer, erfolgreicher Umsetzung der Genfer Konvention und der Hager Landkriegsordnung im Rechtsstand 18. Juli 1932, Verfassungsstand 30. November 1920, Bundesstaat des souveränen Zweiten Deutschen Reichs mit seinen weiteren Bundesstaaten im Rechtsstand 2 Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, Verfassungsstand 16. April 1871. Die handlungsfähige und legitim gewählte, vom Volk gewählte administrative Regierung des sich in Reorganisation befindenden Freistaats Preußen in der völkerrechtlichen, ordentlichen Rechtsfolge des Präsidiums des souveränen Deutschen Reichs stehend, proklamiert heute am 3. Oktober 2015 hier auf der Burg Ranis, auf dem Schloss Ranis, im Freistaat Preußen, Provinz Sachsen, Brandenstein. Entschuldigung, das ist richtig, da muss ich korrigieren. Auf dem Schloss Brandenstein, danke. Hier wird die Handlungsfähigkeit des souveränen Zweiten Deutschen Reichs hergestellt. Dadurch wird nun endlich die Einforderung von Friedensverträgen und der damit verbundenen Beendigung der kriegerischen Terrorakte in der Welt und auf der Basis der UN-Feindstaatenklausel verwirklicht. Dies ist der einzige Weg, den Augenblick des Dritten Weltkrieg und die damit in der Folge entstandenen Flüchtlingsströme der Welt zu beenden, damit Frieden in den Ländern der Welt entsteht und alle Menschen auf der Welt in ihrer Heimat ihre Rechte zurückerhalten. Dazu wollen wir uns nun in einem kurzen Augenblick der Stille dem innewohnenden Licht dieser Friedensmission erinnern und besinnen. Die deutschen Völker haben im Bewusstsein ihres Menschseins alles getan, um nicht nur ihre Heimat liebevoll wieder aufzubauen, sondern sie haben die Verantwortung auf sich genommen, für alle Menschen dieser Welt einen Bereich zu erschaffen, in welchem die Menschen in gegenseitiger Wertschätzung und Achtung ihrer Kulturen miteinander leben. Mit der heutigen Proklamation des souveränen Deutschen Reichs und seiner Bundesstaaten fordern nun nach über 100 Jahren die Volkssouveräne aus den freien deutschen Völkern, die rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt, die längst überfälligen Friedensverträge des Deutschen Reichs von und mit den alliierten Siegermächten und allen Völkern dieser Welt. So wird endlich die volle Souveränität und Rechtsstaatlichkeit
des souveränen Deutschen Reichs mit seinen souveränen Bundesstaaten völkerrechtskonform wiederhergestellt und damit international zur wichtigsten Friedensmission, die sie zur Aufhebung der Feindstaatenklausel führt. Und international den kriegführenden Mächten die Grundlage entzieht. Dadurch wird außerdem der Frieden der Völker durch die Wiederherstellung des Völkervertragsrechts zu einer Realität. Bisheriges durch völkerrechtliches Unrecht entstandenes Völkergewohnheitsrecht wird so aufgelöst und geheilt werden können. Damit wird auch die Willenserklärung des letzten deutschen Kaisers vom 28. November 1918, auch Abwandlungsurkunde genannt, umgesetzt und endlich ihrer Erfüllung zugeführt. Dort heißt es, das deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersnot und der Fremdherrschaft zu schützen. Die rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt in Deutschland werden nun mit der Neuordnung des Deutschen Reichs, des souveränen Deutschen Reichs, den Willen der freien deutschen Völker umsetzen und in einer internationalen Friedensmission die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinem Volkssouveränen verwirklichen. Dabei soll verfassungsrechtlich Religionsfreiheit garantiert sein. Ein neues Wertesystem wird die Enteignung und Versklavung des Menschen aufheben. Ja, Enteignung und Versklavung. Denn auch das ist die moderne Vorgehensweise, wie es in vielen Staaten durch fehlende Rechtssysteme in einem Rechtsbankrott erzeugt wird. Die Menschen der Welt können sich dann in gegenseitiger Achtung und in gegenseitiger Wertschätzung begegnen, um sich der hohen Sendung ihres Menschseins wieder voll bewusst zu werden. Damit das höchste Gesetz im Universum, die Liebe und Einheit, wieder offenbar werden kann. Es gab früher einen Spruch dazu, und den wollen wir gerne hier in Erinnerung bringen, im herzlichst betonten innersten Sinne ausgesprochen, am deutschen Wesen möge so die Welt genesen. Es gibt viele Völker auf der Erde, denen völkerrechtliches Unrecht getan worden ist, mit denen wir uns verbunden fühlen und auch verbunden sind. So haben wir im Freistaat Preußen in der Gegenwart Verbindung aufgenommen mit indigenen Völkern in der Welt. Zum Beispiel mit den Hopi-Indianern in Amerika. Das ist nur ein Beispiel. Mit dem Königreich Hawaii, was auch unter amerikanischer Besatzung immer noch steht. Wir haben aber auch uns sehr herzlich anliegende Verbindungen zu jüdischen Bildungseinrichtungen, so dem ARI-Bildungseinrichtungsinstitut, oder auch zu jüdischen Gemeinden, zum Beispiel zu der jüdischen Gemeinde in Dresden. Wir möchten in dieser Toleranz und in der Wertschätzung dessen, was die Menschen in der Welt an gemeinschaftlichen Liebesdienst erbracht haben, ein kurzes Zitat wiedergeben, das der Prophezeiung des wirbelnden Regenbogens der Navajo- und Hopi-Indianer entnommen wurde. Diese Prophezeiung sagt dazu: Es kommt ein Tag, da werden die Menschen aller Rassen, Farben und Bekenntnisse ihre Unterschiede beiseite legen. Sie werden sich in Liebe versammeln und einander in Einheit die Hände reichen, um die Erde und all ihre Kinder zu heilen. Sie werden über die Erde ziehen wie ein wirbelnder Regenbogen und Frieden, Verständnis und Heilung überall hintragen. Viele Geschöpfe, die als Ausgerottete oder Legenden galten, werden zu dieser Zeit wieder auftauchen. Die großen Bäume, die verschwunden waren, werden beinahe über Nacht wiederkehren. Alles Lebendige wird gedeihen und seinen Namen aus der Brust unserer Mutter, der Erde, ziehen. Die großen spirituellen Lehrer, welche die grundlegenden Wahrheiten der Prophezeiung des wirbelnden Regenbogens gelehrt hatten, werden zurückkehren und wieder unter uns wandeln. Sie werden ihre Macht und ihr Verständnis mit allen teilen. Wir werden wieder lernen, auf die heilige Art und Weise zu sehen und zu hören. Männer und Frauen,
werden gleichberechtigt sein, so wie der Schöpfer sie vorgesehen hat. Alle Kinder werden überall geborgen sein, wohin sie auch gehen. Die Älteren werden wegen ihrer Beiträge zum Leben respektiert und wertgeschätzt werden. Ihre Weisheit wird sehr geehrt sein. Die gesamte menschliche Rasse wird das Volk genannt werden. Und Krieg, Krankheit oder Hunger wird es nie wieder geben. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, alle Völker in dieser Welt. Es sind nicht die deutschen Völker, von denen eine Gefahr in der Welt ausgeht. Unter Täuschung im Rechtsverkehr wurde die Heimat der Deutschen in politische Länder zerstört. Die Alliierten stellten mit dem eingesetzten Personal in der Bundesregierung und auch Bundesverwaltung sicher, dass diese nicht den Weg des Friedens gehen, sondern die BRD-Regierung versprach den Alliierten, keine Friedensverträge zu fordern. Aufgrund des Fortschreitens mannigfaltiger terroristischer Akte, die der Feindstaatenklausel und dem NATO-Statut geschuldet sind, sehen die souveränen deutschen Völker ihre Aufgabe, die Bemühungen um Frieden selber in die Hand zu nehmen und den Willen der souveränen deutschen Völker zum Frieden mit allen Völkern dieser Welt Ausdruck zu verleihen. Zum dritten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde ein neuer Wirtschaftskrieg gegen die deutschen Völker eingeleitet. Und man versucht, mit der gesteuerten Flüchtlingspolitik die Völker gegeneinander aufzubringen und zu spalten. Hier angekommen, erkennen die Flüchtlinge, dass die Bundesrepublik und ihre Regierung, die in Wahrheit eine Parteiendiktatur im Sinne der Alliierten ist, sie belogen haben und die ihnen gegebenen Versprechen nicht einhalten kann und auch nicht will, sondern dass die Flüchtlinge für andere Interessen benutzt werden. Viele deutsche Menschen haben Freunde oder Familienangehörige, die einem anderen Staat angehören. Somit ist die deutsche Frage ein globales Thema geworden und die deutschen Völker haben mit größter Freude zur Kenntnis genommen, dass die Völker anderer Nationen sie ermutigen, die Wahrheit über die Vergangenheit und die damit verbundene Gegenwart offenkundig zu machen. Die Flut der nun nicht enden wollenden Flüchtlingsströme und die Bitten der betroffenen Völker dieser Welt haben dazu geführt, dass auch die deutschen Völker helfen wollen, die Ursachen dieser Flüchtlingsströme an ihrer Wurzel zu bringen. Deshalb erheben sich nun heute feierlich die souveränen deutschen Völker zum dritten Mal in der Geschichte. Sie proklamieren die wiederhergestellte Handlungsfähigkeit ihres souveränen Deutschen Reichs und fordern für alle Nationen dieser Welt Friedensverträge und bitten alle Völker dieser Welt, diese Friedensmission zu unterstützen und die Regierungen der Staaten aufzufordern, die Augen nicht länger vor der Wahrheit zu verschließen, um auch im Interesse ihrer Völker den Frieden zu erretten und wiederherzustellen. Die deutschen Völker, die schon zweimal in der Geschichte am eigenen Leib die Grausamkeiten der Zwangsvertreibung, Zwangsenteignung, Zerstörung, Verfolgung und Terror erleben mussten, verstehen nur allzu gut, wie sich Flüchtlinge fühlen, deren Wurzeln durch Krieg entrissen wurden oder mit falschen Versprechungen dieser für die Kriege Verantwortlichen nach Europa gebracht wurden. Es erzeugt verständlicherweise Spannungen, weil diese Menschen in ihrer Heimat alles aufgegeben haben, weil sie glaubten, hier ein besseres Leben. Alle Menschen dieser Welt stehen heute in einer großen Verantwortung. Alle Menschen. Denn es geht um nichts Geringeres als um den Weltfrieden. Und damit um unser aller Überleben. Wir haben nur diese eine Erde.
Es sollte deshalb heute für uns und unsere zukünftigen Generationen, von denen wir diese Erde geliehen haben, unsere oberste Verpflichtung sein, mit Vernunft und Verständnis für die wahren Ursachen dieses heutigen Zustandes uns alle die Hand zu reichen und gemeinsam in eine Zukunft zu gehen, nach der sich alle Völker dieser Erde so sehr sehen. So rufen wir mit dieser Proklamation allen Menschen dieser Erde auf, mit uns den Frieden, die Freude und die Nächstenliebe zu leben, die sich jeder Mensch auf dieser Welt wünscht. Ich darf nun die Ansprache an meinen Mitstreiter, den Mann der Gastfamilie, übergeben. Stellen in dieser Proklamation klar, dass das derzeitige Deutschland, der DRD, weder territorial noch anderweitig identisch ist mit dem Deutschland des souveränen Zweiten Deutschen Reiches, gemäß Bundesverfassung, Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871, siehe dort Artikel 3 Indigenat. Im Artikel 1 dieser Verfassung wurde folgende Bundesstaat benannt. Artikel 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen, Lauenburg, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg, Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolfstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Weilheim, ältere Linie, Preuß, jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Frankfurt. So die Auflösung der Bundesstaaten des Deutschen Reiches unter den Nationalsozialisten am 5. Februar 1934 aufgrund einer Verordnung durch Reichsinnenminister Wilhelm Frick, als auch die Ausrufung der Weimarer Republik am 9. November 1918 und die damit verbundene Anerkennung einer verfassungswidrigen deutschen Delegation politischer Parteien. In Versailles durch die Alliierten des Ersten Weltkrieges waren Verfassungs- und Völkerrechtswidrig und stellten daher ein völkerrechtliches Unrecht dar. Ebenso stellt der Vertrag von Versailles, die Versailler 20-Tat genannt, ein völkerrechtliches Unrecht dar. Völkerrechtliches Unrecht ist jede Verletzung von Normen des Völkerrechts. Der Staat, der für völkerrechtliche Unrecht haftbar ist, muss dieses Unrecht wieder gut machen. Haftbar ist immer der Staat oder die internationale Organisation, deren Organe das Unrecht verursacht haben. Zur Wiedergutmachung ist der Staat selbst dann verpflichtet, wenn daneben die unmittelbaren Täter, zum Beispiel Kriegsverbrecher, auch persönlich haftbar gemacht werden können. Der unrechtsverursachende Staat ist zur Wiederherstellung des Zustandes verpflichtet, wie er vor der Unrechtshandlung bestanden hat. Weitere Unrechtsfolge ist die Nichtanerkennung der durch das Unrecht geschaffenen Lage. Gegen das Unrecht muss sich grundsätzlich der betroffene Staat selber wehren. Ein geschädigter Staatsangehöriger kann einen Schadensersatzanspruch dann vorbringen, wenn der Heimatstaat diesen Schadensersatzanspruch dadurch zu seinem eigenen macht, dass er erklärt, dass er selbst betrachtet wird, wie durch dieses Unrecht geschädigt. Bevor ein geschädigter Staat auf völkerrechtlicher Ebene Schritte zur Durchsetzung seiner Wiedergutmachungsanspruchs unternimmt, muss er normalerweise den innerstaatlichen Rechtsweg des geschädigten Staates erschöpfen. Davon kann nur abgesehen werden, wenn dies von vornherein aussichtslos erscheint. Dann könnten zur Beilegung völkerrechtlicher Streitigkeiten vorgesehene Schritte unternommen werden, insbesondere internationale Schieds- und Gerichtsinstanzen angerufen werden. Nach dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofes können die Handelnden persönlich für bestimmte völkerrechtliche Taten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Im Deutschen Reich
sind die durch das römische Statut sanktionierten Taten im Völkerstrafgesetzbuch unter Strafe gestellt. Für die Völkerrechtssubjekteigenschaft von Staaten wird nicht in jedem Fall gefordert, dass der Staat Handlungsunfähigkeit hat. So ist anerkannt, dass die Besetzung Belgiens oder Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg für Belgien nicht den Verlust der Völkerrechtssubjektivität zur Folge hatte. Gleiches gilt für Deutschland hinsichtlich der Besetzung durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Beschränkung der staatlichen Hoheitsgewalt durch Neutralisierung führen ebenso wenig die wirtschaftliche Abhängigkeit von Staaten zum Verlust der Völkerrechtssubjektivität. Völkerrechtlich ist also offenkundig, dass das Deutsche Reich mit seiner Verfassung vom 6. April 1871 als Völkerrechtssubjekt fortexistiert. Damit also auch die Bundesstaaten des Deutschen Reiches als Völkerrechtssubjekt fortexistieren. Für die durch Besetzung, Annexion, Überlagerung entstandenen völkerrechtlichen Unrechtsfolgen, die unrechtsverursachenden Staaten, Alliierten, zur Wiederherstellung des Zustandes verpflichtet sind, wie er zuvor der Unrechtshandlung bestanden hat. Die durch Abstammung nachgewiesenen Staatsangehörigen der Bundesstaaten des Deutschen Reiches 1871 die Nichtanerkennung der durch das völkerrechtliche Unrecht geschaffene Lage wiederholt zum Ausdruck gebracht haben, dadurch existiert völkerrechtlich ein Persistence Objecto. Der Zweite Weltkrieg wurde durch das Dritte Deutsche Reich geführt, wurde gegen das Dritte Deutsche Reich geführt, auf dem Staatsterritorium der Bundesstaaten des Deutschen Reiches 1871. Die Bundesstaaten des Deutschen Reiches 1871 waren aufgrund ihrer verfassungs- und völkerrechtswidrigen Annexion keine Kriegsteilnehmer. Deshalb ist das Recht der Bundesstaaten des Deutschen Reiches 1871 unter anderem in dem Artikel 25 und 123 Grundgesetz ausdrücklich geregelt, in dem es Vorrang hat vor allen Gesetzen, vor allen anderen Gesetzen. Alle Verträge des Deutschen Reiches bleiben weiterhin in Kraft, unabhängig von der bisherigen alliierten Verwaltung. Das Völkerrecht gewährt den Staaten bestimmte Rechtspositionen. Sonst wäre die Existenz von souveränen Staaten unmöglich und es gäbe kein krankwürdiges Zusammenleben. Deshalb hat ein Staat wie der Freistaat Preußen, auch alle anderen Bundesstaaten, das Recht auf politische Unabhängigkeit, das Recht auf Respektierung der Souveränität, das Recht auf innere Gleichheit der Staaten, siehe Indigenatsrecht im Artikel 3 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871, das Recht auf innere Selbstgestaltung, siehe Artikel 25 Grundgesetz, Artikel 28 Grundgesetz, Artikel 123 Grundgesetz, das Recht auf Achtung der Gebietshoheit, das Recht auf Ehre und auf das Verkehrsrecht. Die Verletzung dieser völkerrechtlichen Rechte stellen völkerrechtliche Delikte dar, welche ihnen hiermit angezeigt werden. Da genau diese Rechte von der durch die Alliierten des Zweiten Weltkrieges eingesetzten Verwaltung, gemäß Artikel 133 Grundgesetz, sich BRD und Deutsch, Germany etc. nennen, verletzt werden. Diese Grundsätze finden Sie unter anderem auch in der UN-Charta, da die BRD seit 1955 außerpolitisch die Maxime des Alleinvertretungsanspruches für das besatzungsrechtliche Völkerrechtssubjekt Deutschland in den Grenzen vom 31.12.1937 und deren Verwaltung in der Personenstadt 1.1.1939 vertritt, ist somit auch zweifelsfrei klargestellt, dass sie in keiner Weise, wie auch durch das Urteil des Tribunalgeneral Rastatt bestätigt befugt ist, für die Bundesstaaten des Deutschen Reiches vertretungsberechtigt zu sein. Dies wäre ein klarer Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht, denn einer alliierten Verwaltung ist es grundsätzlich verboten, staatliche Akte eines anderen Staates in dessen Stelle durch die Siegermacht der Alliierten vornehmen zu wollen. Deshalb konnten bisher keine Friedensverhandlungen mit dem handlungsunfähigen gestellten Deutschen Reich geführt werden. Der Vertretungsanspruch gesamthoheitlich für das durch die Alliierten handlungsunfähig gestellte Deutsche Reich wurde während der Reorganisation des Deutschen Reiches durch die administrative Regierung des Freistaats Preußen wahrgenommen. Stellvertretend für das Staatsministerium des Freistaats Preußen
welches gemäß Artikel 82 Absatz 1 der Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. November 1920 in der ordentlichen Rechtsnachfolge des Präsidiums des Deutschen Reiches steht. Artikel 82, die Befugnisse, die nach den früheren Gesetzen, Verordnungen und Verträgen dem König zustanden, gehen auf das Staatsministerium über. Siehe dazu auch Artikel 11 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871. Präsidium, Artikel 11. Das Präsidium des Bundes geht dem König von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt. Die innerstaatlichen Angelegenheiten werden durch die Regierungsorgane der einzelnen Bundesstaaten selbst geregelt. Der Freistaat Preußen mahnt erneut die Neutralitätsrechte an, denn der Freistaat Preußen war aufgrund der verfassungswidrigen, völkerrechtswidrigen Annexion Hitlers kein Kriegsteilnehmer des Zweiten Weltkrieges. Rechtsgrundlagen für das Neutralitätsrecht, Hager Abkommen betreffend der Rechte und Pflichten neutraler Rechte und Personen im Falle eines Landkrieges vom 18. Oktober 1907 und Hager Abkommen betreffend der Rechte und Pflichten neutraler Rechte im Falle des Seekrieges vom 18. Oktober 1907. Der Zweite Weltkrieg wurde auf den Territorien der Bundesstaaten geführt, nachdem die Bundesstaaten verfassungswidrig durch das von Adolf Hitler geschaffene Dritte Reich annektiert wurde, welches die vorher verfassungs- und völkerrechtswidrigen Stande Weimarer Republik fortführte. Deshalb besteht das Recht der Bundesstaaten des Deutschen Reiches 1871 gemäß § 185 im Status quo ante bellum ius cogens fort. Der Freistaat Preußen gehört somit nicht zu den konfliktführenden Parteien des Zweiten Weltkrieges, weshalb auch gemäß Artikel 25 Grundgesetz die Vorrechte der Staatsangehörigen der Bundesstaaten des Zweiten Deutschen Reiches geregelt sind. Derzeit besteht unter Anwendung von Zwang die BRD unbefugt in die inneren Angelegenheiten des Freistaats Preußen ein, obwohl sie gemäß Artikel 25 Grundgesetz und Artikel 123 Grundgesetz verpflichtet ist, die Staatsverträge des Freistaats Preußen vorrangig vor Bundesrecht zu beachten. Grundsätzlich ist das Eingreifen in die innere Angelegenheit eines Staates gemäß Artikel 2 zu 7 der UN-Charta unzulässig. Da jeder Staat das Recht hat, seine politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Systeme abzuwählen. Die Androhung und Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen ist gemäß Artikel 2 Ziffer 4 UN-Charta verboten. Dieses Recht ist prinzipiell unantastbar. Deshalb beruft sich der Freistaat Preußen gegenüber der BRD auf das Interventionsverbot. Die von der im Auftrag der Siegermacht USA handelnden Nichtregierungsorganisation BRD erfolgte Einmischung in fremde innerstaatliche Angelegenheiten des Freistaats Preußen, für welche ausschließlich der Freistaat Preußen durch seine Organe zuständig ist, stellt eine indirekte Intervention dar. Die Hauptsiegermacht USA versucht das politische System des sich reorganisierenden Freistaats Preußen zu verhindern bzw. zu sortieren, indem sie die von ihnen eingesetzte Alliiertenverwaltung, sich Bund nennend, unterstützt, die Mindestverkehrsrechte des Freistaats Preußen zu verweigern, die Genfer Konventionsrechte zu verweigern sowie die Rechte des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu verweigern. Diese indirekte Intervention ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Die Alliierten des Zweiten Weltkrieges stellen nach der Kapitulation der Wehrmacht nicht nur das Deutsche Reich bis heute handlungsunfähig, sie verboten sogar völkerrechtswidrig Preußen, siehe Übertragungsgesetz Nummer 46 vom 25. Februar 1947. Das Verbot wurde jedoch am 20. September 1955 aufgrund der Völkerrechtswidrigkeit wieder aufgehoben, obwohl sie den Freistaat Preußen nach dem Verfassungs- und völkerrechtswidrigen Preußenschlag hätten wiederherstellen müssen, da der Freistaat Preußen aufgrund seiner Überlagerung durch Hitler nicht Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs war. Da nun der sich gemäß § 185 Völkerrecht reorganisierende Freistaat Preußen oberhoheitlich das Präsidium des Deutschen Reichs 1871 vertritt, wird nun die Handlungsfähigkeit des von der Verfassungs- und völkerrechtswidrigen Weimarer Republik und anschließend von Hitler überlagerten Zweiten Deutschen Reiches 1871 wiederhergestellt, gemäß
Post Liminium in dem Status Probande Bellum. Otto von Bismarck verlas einst eine Proklamation, in der er in dieser Proklamation verlauten ließ: Wir übernehmen die kaiserliche Würde in dem Bewusstsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reichs und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands gestützt auf die geeinte Kraft seines Volkes zu verteidigen. Wir nehmen sie an in der Hoffnung, dass dem deutschen Volk vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermutigen Kämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und unseren Nachfolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, alle Zeit Mehrer des Deutschen Reiches zu sein. Nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Ordnung. Es sei auch erwähnt, dass es einige Aussagen von Winston Churchill gibt, der über die Kriegsursachen ganz klar gesagt hat, es ging um die Vorherrschaft in Europa. Und dies war nicht das Anliegen der deutschen Völker. Der Erste Weltkrieg ist nicht von Deutschland verursacht worden. Es ist ein Ergebnis der Bündnistreue, zu dem sich der Kaiser verpflichtet gefühlt hat mit Österreich. Wir wissen heute nicht aus deutscher Quelle, sondern möglicherweise aus ausländischer Quelle, dass auch der Zweite Weltkrieg durch Zwang entstanden ist. Wir wollen uns von diesen Dingen verabschieden, weil sie in der Vergangenheit liegen. Wir werden sie nicht rückgängig machen können, wir werden sie nicht aufheben können. Was wir aber alle tun können, ist, etwas daraus zu lernen. Und in diesem Sinne möchten wir uns in der Arbeit, die wir verrichten, auf folgende Aussage beziehen. Möge unsere Arbeit im Auftrage der Volkssouveräne aus den deutschen Völkern zum Wohle aller mit dem Licht der Weisheit und geistigen Kräften zum Erfolg führen. Ab heute herrsche für alle Zukunft im Namen aller universellen Kräfte und Völker Frieden in und auf der Welt. So sei es in unser aller Herzen. Gegeben zu Ranis auf Schloss Brandenstein am 8. Oktober im Jahre 2015. Entschuldigung, am 3. Oktober. Am 3. Oktober im Jahre 2015. Und wir werden jetzt diese Proklamation, die vorgelesen und damit der Öffentlichkeit bekannt geben und hiermit in der Welt manifestiert wurde, von der administrativen Regierung unterschreiben. Und wir möchten Sie alle bitten, als Zeugen und zur Bekräftigung dieser Proklamation im Anschluss diese Proklamation auch zu unterschreiben. Wir möchten aber im Sinne und in der Tradition unseres Landes ein letztes Zitat geben aus den für uns so im Herzen liegenden Weisheitsschriften, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch im Herzen aller anderen Menschen und aller anderen Nationen ein Ausdruck sind der Verbundenheit, die wir mit allen anstreben und die wir, die Volkssouveräne der deutschen Völker, bereits untereinander spüren dürfen. Und dazu zum Abschluss, ich darf Sie also bitten, im Anschluss die Unterschriften mit beizubringen. Ich möchte bitten, Frau Welschitz, dieses Zitat einmal vorzutragen und mit den Proklamationen abschließen. Die Liebe ist lang.
Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig. Sucht nicht nach ihrem Vorteil. Lässt sich nicht zum Zorn reizen. Und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält alle stand. Die Liebe hört niemals auf. Dieses Zitat aus der Bibel, Paulus, 1. Korinther 13, 1 bis 13, ist unserer Auffassung nach der schönste und beste Ausdruck der wohl inhaltlichen Rede in jeder Religion, in jeder Volksweisheit, in jeder Philosophie, in jeder Lehrerteil, die uns alle verbindet. Und in diesem Sinne möchten wir diese Proklamation, diese feierliche Proklamation heute abschließen. Wir bedanken uns für Ihre Manifestation, dass Sie das unterstützt haben und möchten Sie bitte einladen, diese Proklamation mit uns im Anschluss zu unterzeichnen. Möge dies ein Signal zum Wohle aller in der Welt sein und als eine Friedensmission überall aufgefasst werden und umgesetzt werden. Herzlichen Dank an Sie, die Sie heute hier erschienen sind. Herzlichen Dank an alle, die diese Botschaft und diese Proklamation in ihren Herzen aufnehmen und mit uns umsetzen wollen, so wird der Frieden in der Welt einkehren. Wir wünschen uns allen dafür die allerbesten Ereignisse und Unterstützung. Vielen Dank und auf eine frohe, friedliche Zukunft. Dankeschön.